neben mir steht jetzt der Philipp vom Achat Hotel. Hallo Philipp, wie geht's dir erstmal? Danke, alles gut. Wie gefällt dir die Veranstaltung? Super, coole Location, schöne Fights, die wir schon gesehen haben. Und jetzt natürlich der Warmlauf für die großen Fights, die am Ende kommen. Aber super Stimmung und sehr interessant, das auch mal so mitzubekommen. Ja, ihr seid ja auch Sponsor hier von der Veranstaltung Alles oder Nichts. Wie kamt ihr denn zum Boxen? Also als Hotel hat man ja jetzt nicht unbedingt mit dem Boxen zu tun. Wie kam das zustande? Ja, wir hatten den Kontakt zu Rainer Gottwald durch unseren Hoteldirektor in Karlsruhe, Hagen Müller. Und der kam mit der Idee, bei dem ersten Fight, der in Karlsruhe war im Dezember, dort als Sponsor aufzutreten. Wir fanden so die Idee von lokale Aktivitäten zu unterstützen, Boxen, also Sport generell, fanden wir spannend. Und das war der Start. Und jetzt hier im Ludwigshafen im Mai das zweite Event. Und die Sportler wohnen zum Teil in unserem Hotel in Frankenthal. Also schöne Sache, so auch da mit zu unterstützen. Weil du ja sagst, auch vor allem Boxen. Kommst du vom Boxen oder hast du mit Boxen schon zu tun gehabt? Ja, wenn du mich siehst, nee, ich komme nicht vom Boxen, nee, aber ich fand es, ist immer ein spannender Sport und jetzt hier dabei zu sein und das mal so ganz direkt, ganz nah zu sehen, die Schnelligkeit nochmal, die Action, die Ausdauer auch, die Kraft, die man braucht, um da die 8 bis 10, 12 Runden durchhalten zu können, also macht echt Spaß. Ja, und sind denn die Boxer auch wieder bei euch dann einquartiert sozusagen oder was habt ihr als Aufgabe, als Sponsor hier bei der Veranstaltung? Genau, also wir sind ja mit den Achat Hotels, haben wir 50 Hotels in Deutschland. Und jetzt ist es hier so in Ludwigshafen, wir haben ein Hotel in Frankenthal. Und da gibt es eben Kontingente für die Sportler, für die Organisatoren, dass dann Gäste auch bei uns im Hotel wohnen. Ja, sehr gut. Und was war so für dich heute so das große Highlight? Ich glaube, der letzte Fight, ging ja bis zur letzten Runde, wo man nicht so ganz klar war. Und dann, zu verstehen, wie die Punkte gezählt werden oder was dann letztlich den Ausschlag gegeben hat, das war schon besonders. Aber ich glaube, jeder Fight, den man gesehen hat, unterschiedlich auch bei den Damen, ist eine gute Action und gute Dynamik, die dabei ist. Gibt es denn jetzt schon weitere Projekte, die ihr mit dem Rainer zusammen machst? Oder auch generell Projekte, die ihr so im Anstehen habt vom Achat Hotel? Also das hier ist das zweite Event. Ich glaube, das nächste werden wir in unserem Hotel in Buchholz auch was machen. Also wir wollen auch so die Zusammenarbeit weiter ausbauen. Und das werden wir dann mit Rainer schauen, was für Möglichkeiten es da geben wird, um so noch enger zusammenzuarbeiten, sich so zu unterstützen. Ja, dann vielen Dank für das kleine Interview. Dir. Und ja, dann sind wir mal gespannt, was es noch alles für Projekte bei euch gibt. Und wünschen wir dir jetzt auch ganz viel Spaß bei der Veranstaltung. Danke, Britta. Ja, alles Gute.